Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armored Warfare hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich spreche viel zu schnell. Bei uns ist aber das Chaos und der Thompson. Servus. Servus. Wie geht's euch? Oh ja. Gut. Alles klar. Fit? Gut, wir spielen im Stingray Leo 2AV und M1 Abrams und das Ganze die Operation am Basilisk. Ist ja Basilisk nicht irgend so ein... Ach nee, das war bloß im Dings so. Na, Basilisk ist ja ein Wesen, das, wenn du deine Augen schaust, versteinert. Dann versteinerst du. Dann versteiner ich? Ja. Aha. Das ist aber nicht schön. Ich will nicht versteinern. Ja. Aber war das nicht bei Diablo auch so ein komisches echsenähnliches Vieh oder ist das generell so ein echsenähnliches Vieh? Das ist so ein echsenähnliches Vieh. Ach so, okay. In Wien gibt's die Geschichte, dass da wer den Basilisken überlistet hat, der in einem Brunnen gewohnt hat, in Wien. Indem er einfach einen Spiegel runtergelassen hat und der Basilisk sich selber gesehen hat und dann selber versteinert ist. Na, das ist ja eine tolle Geschichte. Muss er ganz schön hässlich sein, Basilisk. Das kann auch nur ein Österreicher einfallen, sowas. Ich möchte, ihr habt's nicht, besseres sagen. Ach, nur ja, Nibelungen und so, ne? Rheingold. Was wollt ihr denn hier oben? Ihr müsst da unten kämpfen. Achso. Ich kann von hier oben kämpfen, aus der Entfernung. Ja, ich kann auch. Ja, aber du bist ja derjenige, der auch vielleicht spotten kann. Naja, gut, fahr ich halt auch nach vorne. Was soll's, chill egal. Jetzt chill mal. Ich chill doch. Chill doch komplett? Nee. Ich bin die chilligste Person aus der ganzen Welt hier. Chili Vanille? Chili Vanille, ja. Also, jetzt wird's aber echt schwierig hier mit euch. Wenn jetzt der andere auch noch anfängt damit. Du wolltest mit uns spielen. Ja, das stimmt. Ich geb's ja zu. Das war meine Idee. Aber ich find's ja auch immer lustig, mit euch zu spielen. Bis zu einem gewissen Grad. Naja, nö, geht schon eigentlich. Ja, komm, fahren wir voll inspektieren. Ja, der Merkava, der hat wieder Talente, ne? Identify Target. Jetzt steht Mieter Thompson im Weg. Okay. Sagen, wo ich hinfahren muss. Da stehen hier die ganzen. Was ist denn da mal immer im Weg? Manchmal sehe ich es, manchmal sehe ich es nicht. Ach, hier stehen immer so eine Pfeiler rum. Ekelhaft, so. Drei Schuss jetzt daneben gesammelt. So, bei Gleitpanzer habe ich, achso, habe ich, sieht man ja schon. So, ich gehe immer auf Wieseljagd, ne? Ja. Oder macht ihr den kalt jetzt? Ne? Ah ja, okay. Dann da ist irgendwo Clip schon. Noch ein BMW. Ja. Ja. Den sehe ich aber nicht, wenn hier hinten. Ich schon. Oh. Er will flüchten, er will flüchten. Nicht dran, Mann. Rammen ist nicht gut, du machst am besten mehr Schaden als du den Gegner machst. Chaos. Da hat keiner den Satellit-Jammer da hinten zerstört. Ja, sieht so aus, ne? Nichts. Aber der LAV ist doch da hinten rumgeeiert. So. Ich habe ihn jetzt zerstört. Okay. Hui. Du hast ja ein paar Freunde zum Spielen gesucht, ja? Von hier bist du ganz schlecht dran an die Jungs. Du bist verdammter. Oh. Was? Du hast die Gun beschädigt. Was dusselig ist. So, wo komme ich denn jetzt hier einigermaßen so runter, dass ich nicht irgendwie selber dabei umbringe?
Hitler. Naja. Das ist ein Umweg fahren hier. So, dachte ich kann von hinten ein bisschen rumsnipen, aber... war wohl nicht. Thompson, sei vorsichtig da unten, die kommen nachher von allen Richtungen, ne? Ja. Oh. Da ist ein Schuss neben mir eingeschlagen. Was ist ein Saber, der ist hässlich. Alles vergessen. Wie geht denn der Gegner? Ah, da kommt er. Ich schieße im Saber. Ich nehme den Swingfire, nee, der ist down. Dann nehme ich jetzt dahin den Abrams. Achtung, ich kreuze. Ja, das ist wirklich schon. So, lass uns mal das Wiesel hinten rausjagen. Der Wiesel. Stingray 2 da hinten. Ah, Mann. Oh. Sorry. Alter. Was schiebst du mich denn raus hier? Absicht. Ich muss kurz ein Stückchen vor. Kann ich da kurz zwischen euch durch? Ja. Wenn du willst. Aua. Von den Pennern dahin aber richtig eingefunden. War gar nicht mal so schön. HW. Okay. Lass uns mal cappen, aber dann kommen sie von allen Seiten, ne? Entschuldigung. Perfekt, da kann man mit Heat irgendwie nichts gut. Ich komme untere Wanne, mit Heat komme ich rein. Habe ich die Kette weggeschossen? War ich. Au, der kommt immer bei mir ran. Hat mir gesagt, Ziel bewegungsunfähig. Oh, ein bisschen Feuer hier nochmal. Warum ist so ein Swingfire? Na gut, in 10 Sekunden haben wir es durch, ich glaube, dann ist eh vorbei, aber... Das klappt, dann kommen alle Gegner. Ja, eigentlich kommen jetzt so relativ die Gegner, mal, wenn du das hier anfängst zu cappen. Ah, vielleicht haben wir sie schon alle schon. Vielleicht sind sie. Sind sie uns zu früh vorgekommen, keine Ahnung. Also ich habe schon mal ordentlich einen auf dem Weg gekriegt, wo ich hier unten drin stand. Wir sind halt zu krass drauf. Tja. War ein Sieg. Ein schneller Sieg. Ein guter Sieg. Hat auch ganz gut funktioniert. Mhm. So. Mal kein Premium aktiv heute, das sind 7000 EP und 100 ein bisschen das davon. Und der Merkava hat sogar den Booster gekriegt. Na, das finde ich ja wieder. Aber wir sind schön im Mittelfeld. Alle drei gut in der Mitte drin zusammen. Ah, schade. Na gut. Hätten wir noch ein bisschen mehr machen können. Dann hätten wir sogar einen Booster gekriegt. Das ist ja nicht viel, was mir fehlt. Das war eine Runde Armored Warfare hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns war Thompson und Chaos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Ja, was? Warum eigentlich ansonsten? Auf jeden Fall.